Hoppala. Ich versuch's mal wieder. Ich will mit euch mal ein bisschen spazieren gehen heute Morgen. Ja, ich habe jetzt gleich sofort die ersten Termine in Detmold. Da wollte ich vielleicht ein bisschen podcasten und deswegen mache ich das jetzt mal so. Ja, naja. Ja, ich bin mit unseren Wauzis unterwegs. Wir drehen unsere Morgenrunde. Karlchen vorweg. Bienchen wie immer nebenher oder hinterher. Komm, Biene. Ja, boah, die Obstbäume hängen voll. Guckt euch das mal an, ne? Birnen. Der Apfelbaum. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Ja, schade. Ich hoffe, dass das nicht einfach runterfällt und dann vergammelt. Ja, ich habe mir ja vorgenommen, jetzt jeden Morgen und jeden Abend so eine Runde zu drehen noch mit den Hunden. Die Zeit habe ich ja. Ne? Es ist jetzt bloß mit dem Vloggen dann ein bisschen ungünstig, aber gut, das kann man ja währenddessen machen. Somit wird es das in Zukunft wahrscheinlich öfter mal geben. Oh. Blöd ist es natürlich. Ach. Blöd ist es mit zwei Leinen. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Denn wenn du das so machst, irgendwann hast du eine Kordel, ne? Ah, egal. Ja, Mensch. Heute überlege ich erstmal in Detmold, habe ich drei Termine. Erstmal ist an der Toilette was undicht. Irgendwo Einlauf oder Auslauf, keine Ahnung. Da werde ich mal gucken, ein paar Dichtungen mitnehmen, schauen, dass ich das repariert bekomme. Dann habe ich eine Therme, da ist CO, Kohlenmonoxid. Dann habe ich eine Therme, die macht immer eine Fehlermeldung, die muss ich auch noch reparieren, auch in Detmold. Von da aus werde ich nach Horn fahren, da sind die Jungs heute Morgen und sollen erstmal da die Restarbeiten machen auf diesem Neubau, was ich sagte. Da fehlten einfach noch so ein paar Leitungen, müssen dann noch gelegt werden. Es ist eigentlich alles fertig, aber die Leitungen, die jetzt vor den Türen hergehen, weißt du, dass du da nicht immer drüber steigen musst. Ich habe gesagt, lass die erst weg. Leg die anderen alle fertig. Das ist alles fertig installiert. Jetzt ist bloß noch eine Zirkulationsleitung. Die müssen wir noch einmal von hinten nach vorne machen. Das ist eine Sache von 2 Stunden ungefähr. Aber die geht halt vor diesen Türen her. Und wenn die da mit Schubkarren und so herfahren. Aber er sagte, er macht da irgendwas drüber. Ich finde es Blödsinn. Aber gut, okay. Wir machen das dem lieben Herrn sein Himmelreich. Ihr wisst ja, wie das ist. Und ja, dann ist es in Ordnung. Dann ja, möchte ich eigentlich noch jemanden im Krankenhaus besuchen. Denn auf dem Festival war ja alles gut soweit. Ne? Nur es ist auch ein bisschen was schiefgelaufen. Die letzte Band, übrigens sehr geil, sehr geile Band gewesen. Der Norbert, der kommt ja aus dem Ort, der Sänger. Wie heißen sie denn noch? Doc Vino? Irgendwas mit Doc Vino. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber auf jeden Fall haben wir da noch schön zuletzt dann abgehottet, haben da richtig schön gepokt und so, ne? Und da vor der Band, das hat so einen Spaß gemacht. Und das war aber das war so eine Wiese, wo das war. Und da waren halt Löcher. Und mit einem Mal war der weg. Da guckte ich, wo ist der denn hin? Da lag der da unten auf dem Boden und hat irgendwie in so ein Loch reingetreten und hat sich aber so ungünstig vertreten, dass er sich das Schienbein gebrochen hat. Ein Schienbeinbruch. Muss operiert werden. Und der ist jetzt im Krankenhaus. Und an dieser Stelle möchte ich den Thorsten ganz lieb grüßen. Der weiß noch gar nicht, dass ich YouTuber bin. Ich werde ihm gleich mal einen Link per WhatsApp schicken. Und ja, da würde ich eigentlich ganz gerne mal vorbei. Den mal noch mal besuchen. Heute Nachmittag vielleicht noch zum Sport. Ich muss mal gucken, wie ich das alles auf den Schirm kriege heute. Aber ja, das liegt mir schon nahe. Feiner Kerl, es tut mir leid, dass es passiert ist. Also keine Ahnung. Ja, aber das ist halt so, ne? Das kommt vor, wenn man dann ausgelassen ist und hat Spaß. Überall, wo man Spaß hat, hat man auch Risiken. Das ist nun mal so. Muss man mitleben. Ach Mensch, ja, ich überlege, mir würde sowas passieren. Ey, das wäre echt tragisch, ne? Da ist man eigentlich leichtsinnig. Obwohl ich meine, ich weiß es nicht, aber ich meine, durch mein Barfußlaufen, ich bin ich sicherer?
Also ich meine, ich bin noch nicht wieder umgeknickt. Seitdem ich keine Schuhe mehr anhabe, ist das super. Also was das angeht, ich fühle mich sicherer. Also ja, ich habe das schneller ausgeglichen irgendwie so. Ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß es nicht. Tja, also wie gesagt, Thorsten, gute Besserung an dieser Stelle. Und ja, schade, dass es passiert ist, wirklich. Wird schon wieder. Du kommst wieder hoch und dann, ja, bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Da lernt man nette Menschen kennen auf diesem Festival, ne? Das Coole daran ist ja, von dieser Band, der Kopf, der Norbert, der kommt hier aus Talle, ne? Das ist so geil. Der ist hier quasi Nachbar. Das hätte ich nicht gewusst, den habe ich noch nie. Ich habe den wohl auf dem Festival schon mal gesehen und in Detmold war er auch, wie ich da war im Sommer. Ihr könnt euch erinnern. Ja, toll. Und für mich die absolute Stern da, ne? Also es hat mir am besten gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Der ist so ein bisschen rockig-rotzig und so natürlich einfach auch der Typ an sich. Ne, nee, schön. Schön, der Nachbarn. Klasse. So, aber jetzt werde ich ein bisschen weiter spazieren. Tja, mit den Wauzis noch kurz um die Ecke und dann gehen wir nach Hause, ne? Ihr zwei? Ja. So, ich wünsche euch was. Bis morgen, denn. Ciao, euer Bob.